Hallo und herzlich willkommen zurück zu Reigns. Ja, zuletzt hatten wir hier gespielt mit Balduin, der Duellant. 48 Jahre lang ging seine weiße und große Regentschaft nur am Ende. Ja, lief's nicht so gut für ihn. Aber er wurde sehr alt. Jetzt sind wir bei Jakob, dem sechsten König. Zu Aufgaben haben wir: Sprecht mit der Vase, probiert den Blauen und regiert wie ein Gewinner. Oh. Der Rex schon wieder. Einverstanden. Was? Wieso haben wir jetzt da zwei Sachen verloren? Was soll denn das? Oh mein Gott, okay. Ich würde mich gerne mit einigen meiner Wissenschaftskollegen aus dem Westen in eurer Burg treffen. Tja. Oh, wir haben übrigens diese Sachen alle verloren. Anscheinend mit einem neuen König verliert man hier alles. Okay, gut zu wissen. Wissenschaftskollegen. Ich sag mal nein. Ich vertraue dem Meister Ben Maimon nicht. Der Turm der Basilika verfällt. Wir brauchen eure Hilfe. Niemals. Majestät, wollt ihr mit mir fechten? Ich bin ein guter Lehrer. Lasst uns ein wenig Geld setzen. Oh. En garde. Euer Mund ist eine bessere Waffe als der Zahnstocher, den ihr da haltet. Angst, gefressen zu werden? Ich werde euch jetzt angreifen. Wütender Eber. Verdammt, ich werde euch jetzt angreifen. Ihr werdet das versuchen. Ich glaube, wir haben gewonnen, oder? Neue Technik. Tückische Hornisse haben wir dazu gelernt. Sehr schön. Ihr habt gewonnen, Majestät. Anfängerglück. Wollt ihr wissen, wie ihr euch verbessern könnt? Kriegen wir Geld, wenn wir Nein sagen? Ja. Die Ernte war fantastisch, Majestät. Gebt dem Heer zu essen oder dem Volk? Ich würde sagen, dem Heer. Möchtet ihr die junge Prinzessin eines benachbarten Königreichs heiraten? Ja. Schaut mal, wie gut es uns hier geht. Das ist unerhört. General Covington wurde im Bett der Königin gesehen. Wen wollt ihr hinrichten lassen? Ja, so viel zu unserer neuen Königin. Ja, toll. Da das Militär mir zu stark wird, General Covington. Königin Lucia wird vom Volk und der Armee geliebt. Gebt ihr mehr Macht, das sagt uns William Cromwell. Der Name ist auch sehr gut gewählt. Gab ja mal hier Oliver Cromwell, glaube ich, in England bzw. Großbritannien. Geben wir ihr mehr Macht? Ja. Mein König, offenbar ist die Hygiene in eurer Armee sehr schlecht. Dafür sollten wir mehr Geld aufwenden. Da wir so viel Geld haben, machen wir das. Wir müssen eine neue Kirche bauen. Haben wir nicht schon genug? Ja, ist in Ordnung. Oh, Henry der Kühne. Ich habe im Wald blaue und braune Pilze gefunden. Der blaue scheint essbar zu sein. Ich würde mal sagen, da wir probiert den blauen als Mission haben, gebt ihn mir. So, dies wirkt sich jedes Jahr aus. Was haben wir hier? Ihr fühlt euch plötzlich sehr glücklich und dann passieren seltsame Dinge. Oh mein Gott. Was hat das zu bedeuten? Ach, wie süß. Ein Häschen. Königin Lucia. Mein König, ich bin schwanger. Ich werde euch einen Sohn schenken, so wie es meine Pflicht ist. Juckt mich nicht. Ein Erbe, endlich. Oh, die sind sehr hoch. Meister Vaujan, auch ein Hase, wie schön. Königin Lucia hat einen gesunden Jungen zur Welt gebracht, Majestät. Wer soll sein Pate werden? Ja, langsam haben wir ein Problem. Die werden zu mächtig. Aber die sind so oder so jetzt zu mächtig. Ich sage mal, der General, wenn es dumm läuft, macht er jetzt einen Putsch. Boah, aber ganz knapp noch nicht hier. Ganz knapp. So, Cedric der Vollstrecker. Ich würde gern für einige Zeit Gartenbau an der Schule studieren. Ja, was würde jetzt hier negativ wirken? Wenn wir Nein sagen? Nein, das war falsch. Oh, aber anscheinend haben wir keine Probleme derzeit bekommen. Okay, ich dachte, wenn das hier voll ist, gibt es auch Probleme. War ich da falsch? Kennt sich da jemand aus? Kann mir das jemand sagen in den Kommentaren? Was ist, wenn hier der ganze Balken voll ist? Ich dachte, dann geht es den Leuten zu gut und dann werden sie übermütig und stürzen mich. Ihr müsst einen neuen General anwerben, sonst sind wir erledigt. Ich bin der neue General. Beim Forschen bin ich auf eine neue Methode gestoßen, Alkohol zu destillieren. Den Gewinn möchte ich teilen.
Ja. Ah, okay. Schaut mal, wie viel wir... Es geht echt gut hier. 15 Jahre. Boon. Die Bergleute weigern sich tiefer zu graben. Sie wollen mehr Geld. Ja, ihr bekommt mehr Geld. Pater Zenon, der sieht auch sehr lustig aus. Der Krieg ist lang und schmerzhaft. Bittet um einen Waffenstillstand. Nein. Spielen wir eine Runde Roter Peter. Majestät, zunächst mit kleinem Einsatz. Ich möchte euch nicht ruinieren. Ich mag diesen Junius Schandmaul nicht, deswegen sagen wir nein. Ständig missachtet ihr meinen Rat. Vertraut ihr mir, Majestät? Das fragt er immer, ständig. Ich sage mal ja. Unsere Kühe geben Blut statt Milch. Er jammert verzweifelt. Doktor oder Priester? Ich sag mal Priester. Satan ist unter uns. Hexen, verbrennt sie sofort. Keine Verbrennung ohne Prozess. Nicht sehr hilfreich. Nicht sehr hilfreich. Wie seltsam, es scheint sich nicht um echtes Blut zu handeln. Bitte geht dem nach. Madame Karkovia. In einem westlichen Dorf hat man Angst vor Kobolden. Wer soll sich um die Sache kümmern? Ihr. Anscheinend ist die Sache mit den Kühen ein ausgeklügelter Streich eures Sohnes, des Prinzen. Wir haben schon einen Sohn. Nehmt ihn fest. Prinz Henry. Da ist er. Wachen, wachen, der König ist ein Jünger Satans. Ich glaube, wenn wir jetzt was sagen, ist es zu spät und die Wachen greifen uns an. Deswegen müssen wir leider gegen unseren jungen Prinz Henry, unseren eigenen Sohn, kämpfen. En garde. Euer Mund ist eine bessere Waffe als der Zahnstocher, den ihr da haltet. Bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Mit dem Rückzug. Eure Mutter wäre stolz auf eure Strickkünste. Vielleicht türkische Hornisse? Ja. Wir haben jetzt unseren eigenen Sohn getötet. Und wir haben eine neue Technik gelernt. Unaufhaltsamer Stier. Ich, ihr Vater. Ach, er lebt noch. So, wollen wir das verzeihen oder vergessen wir? Vergessen? Verzeihen? Wir verzeihen. Junius Schandmaul, ich möchte ein Lied für eure Majestät singen. Das heißt, der Narr und seine Majestät. Niemals. Ich mag dich nicht, lieber Junius. Es tut mir leid. Die Händlergilde verkauft Waren, die traditionell im Kloster hergestellt werden. Setzt dem ein Ende. Also wenn wir Ja sagen, bekommen wir vielleicht ein bisschen Geld? Nee. Warte mal, wenn wir Ja sagen, dann verlieren wir wahrscheinlich Geld und die Kirche bekommt was. Deswegen, ich habe nichts dagegen, wenn die Händlergilde hier ein bisschen was macht. Prinz Henry, Vater, der Sohn des Generals will nicht, dass ich der nächste König werde. Ihr werdet König sein, tragt eure Kämpfe selbst aus. Tragt eure Kämpfe selbst aus. In der Hauptstadt ist die Cholera ausgebrochen. Oh nein, Leute, die Cholera, verdammt. Der blaue Tod wütet? Okay. Wir schließen die Burgtore, wir sind da sehr pragmatisch. Hohohoho. Schaut mal an, wie das runterging. Gehen wir zusammen aufs Frühlingsfest. Für eure Besucher könnte ich meine hübschen Freundinnen einladen. Von mir aus? Oh, es kostet Geld. Ihr regiert wie ein Verlierer. Ah, vielleicht ist das irgendwie mit dieser Mission. Wir sagen mal, wie bitte. Das beste Spektakel, das ihr dem Volke bietet, ist dieses blöde Frühlingsfest. Mir gefällt es. Klar, wir tanzen wie Enten, während irgendein Depp die Laute quält. Finsteres Mittelalter, echt peinlich. Wir. Die Leute wollen Drama, Action, Liebesgeschichten für Erwachsene. Ihr müsst sie unterhalten. Von mir aus. Deswegen habe ich mich zum Chief Entertainment Officer ernannt. Schon gut, ihr müsst mir nicht danken. Und wenn ich Nein sage, sagen wir mal einverstanden. So, sage ich doch. Der Trump. Oh mein Gott, der Trump. Das ist aber nichts, was ich gerne mir anhefte. Leider sind wir jetzt der Trump. Aber das kann doch nicht passen. Der Trump regiert wie ein Gewinner. Aber das ist bestimmt. Da ist bestimmt nicht der Trump gemeint, den wir alle kennen. Der Feind will einen Friedensvertrag. Das ist die beste Methode, den Krieg zu beenden. Ich denke, Frieden ist immer gut. Wir sind schon bei 29 Jahren übrigens. Das wird eine neue Bestenliste hier. Meister Ben Maimon betreibt gottlose Experimente. Schon seine Anwesenheit ist bei Hofe Blasphemie. Ja, ihr habt recht. Ich mag den nicht. Ich bin ein Serienmörder. Ihr seid mein Henker. Natürlich seid ihr ein Serienmörder. Ich hasse meinen Beruf. Könnte ich nur... Niemand sonst will ihn machen.
Geht, was seht, was ich letzte Woche Seltsames erschaffen habe, als ich mit Alchemie und dunklen Künsten herumfuschte. Beeindruckend? Wir sagen lieber mal gar nicht beunruhigend. Oh, der Magier, sprecht mit der Vase. Sehr schön, wir haben 3 Missionen in dieser Folge erfüllt. Es ist eine Vase. Ich leite hier ein Königreich. Beeindruckend. Ah, die Vase, okay. Es sagt nichts, es ist eine Vase. Dagegen klopfen. Lügner. Was? Nicht ihr, der Doktor. Er ist ein Lügner, er hat mich in Damaskus entdeckt und nicht erschaffen. Wer seid ihr? Eine so gewaltige Frage grenzt an Unfug. Bringt mir das gefrorene Blut, dann finde ich vielleicht eine Antwort. Beeindruckend. Okay, wir sollen das gefrorene Blut finden. Ich könnte der Henker werden. Ist der verrückt? Doktor, was? Ich suche einen einfachen Weg, exotische neue Gifte zu testen. Ich kann auch zahlen. Klar, warum nicht? Ganz bestimmt nicht. Niemals. Den Doktor und Junius Handbau, das sind die zwei, die ich nicht mag. Die Leute wollen euch aufwachen und ins Bad gehen sehen. Für dieses Privileg werden sie bezahlen. Niemals. Da ist mir die Privatsphäre wichtig. Ein Großbrand zerstört eure Burg, Majestät. Nein. Rettet die Garnison. Nee, wir sagen, rettet die Schatzkammer. Ein Erdbeben hat große Teile der Hauptstadt zerstört. Die Stadtwache erwartet eure Befehle. Jetzt haben wir erst einen Brand und jetzt noch ein Erdbeben. Ja, wir retten natürlich die Opfer. Oh, Rex schon wieder. Dann folgen wir ihm mal. Oh, schaut mal, wie viel Geld uns das gekostet hat. Er läuft um die Burg herum und bringt euch zurück in den Thronsaal. Sitz. Ja. Hat leider nichts gebracht, okay. Die Baronien des Ostens führen wieder Krieg und ihre Bevölkerung kommt scharenweise zu uns. Heißt sie willkommen, bekommen wir dann Geld oder kostet uns das Geld? Ich sag mal, heißt sie willkommen. Wenn wir Pech haben, sind wir dann aber bankrott. Nein, sind wir nicht. Das war genau richtig. Perfekt, wir sind jetzt wieder sehr ausgeglichen bei 38 Jahren. Wir sehen's hier. Schwester Julia, lang lebe der König. Heute werdet ihr 50 Jahre alt. Ja, sehr gut. Die Bauern rebellieren, große Gruppen plündern die Hauptstadt. Euer Heer ist machtlos. Was, die Bauern rebellieren? Wollt ihr mich... Schließt die Burgtore? Wir verstärken das Heer. Dieser Kuchen wird euch einen Vorgeschmack aufs Paradies geben. Madame Belle. Und Magenkrämpfe. Ich sag mal ja. Ich weiß, ihr habt von Wirtschaft keine Ahnung, aber wie wäre es mit einer mitreißenden Rede vor den Händlern? Oh, das hat uns Geld gekostet, verdammt. Fürst Thomas, letzte Nacht habe ich merkwürdige Geräusche in der Burg gehört. Sollten mehr Wachen patrouillieren. Nein, wir haben zu wenig Geld dafür. Die Baronien des Ostens formieren sich unter dem Banner eines schrecklichen Kriegsherrn. Entsendet die Armee. Okay. Zu viel Zucker, Majestät, das bringt euch noch um. Ist in Ordnung. Majestät, ihr scheint Schwierigkeiten beim Atmen zu haben. Geht es euch gut? Ja, uns geht es gut. Madame Karkovia, ich kann euch ein paar Dinge über weiße Magie bereitbringen. Ja, wir haben leider kein Geld. Nein. Der Kriegsherr des Ostens will euch treffen. Er könnte uns leicht vernichten. Empfangen wir ihn wie einen König? Was passiert, wenn wir Nein sagen? Kostet uns das Geld? Wir sagen mal ja. Oh, den kenne ich ja gar nicht hier. Pran der Grimmige. Sieht aus wie... jemand aus dem Khanat Kertik. Ein Mongole oder ähnliches. Blagu Hirim Zabo. Grigor Dabolo Zang. Drohgebärde in eure Richtung. Was? Ich kann übersetzen. Er meint, euer Land sei schön und er würde euch gerne umarmen. Na klar. Seid ihr sicher? Wenn ihr mir nicht glaubt, dass ich euch alleine mit ihm verhandeln, soll ich gehen? Lieber nicht. Hagadam Dolo. E Dolo Bragon. Er ahmt Reitbewegungen nach. William Cromwell ansehen. Ihm ein Pferd geben. Sein Hintern tut weh vom vielen Reiten. Nicht antworten. Wenn ihr mir nicht glaubt, lasse ich euch allein. Soll ich gehen? Nein. Progudo Tio Damno. Undurchschaubarer Blick. Mit Kauderwelsch antworten. William Cromwell ansehen. Zeit ist der Schild des Helden. Raum ist das Schwert des Narren. Oh, jetzt müssen wir uns entscheiden. Ich bin schutzlos? Nein, das sagen wir nicht. Wir sagen, Raum ist, das Schwert des Narren. Aus irgendeinem Grund gewinnt diese Reaktion den Barbaren für euch. Oh, sehr gut. Wir haben uns genau richtig verhalten.
Gororo da? Er entfernt ein großes Fleischstück von seinem Mantel und hält es euch hin. Sollen wir davon essen? Wir sehen mal William Cornwell wieder an. Er sucht einen Eimer, in dem er sein verdorbenes Abendessen entsorgen kann. Aus irgendeinem Grund gewinnt diese Reaktion den Barbaren für euch. Sehr schön. Igolo dal Presu. Schabelle. Er deutet auf sein Gesicht. Schabale, Schabale. William Cromwell? Ah ja, er sagt, die Maus sei orange. Sicher. Kann ich ihn nochmal ansehen? Wenn ihr mir nicht glaubt, nee, ist in Ordnung. Progudo Tiu Tamno. Zeit ist der Schild des Held. Das können wir schon, deswegen antworten wir wieder so. Aus irgendeinem Grund gewinnt diese Reaktion den Barbaren für euch. Roro da, er entfernt ein großes Stück Fleisch. Das kennen wir auch schon. Wir werden mal davon essen. Igolo dal Bresu, Schabelle. Er deutet auf sein Gesicht. Wie wird man eine Grimasse schneiden? Wenn ihr mir nicht glaubt, lasse ich euch alleine mit ihm verhandeln. Soll ich gehen? Von mir aus. Bran, der Grimmige, führt ein langes, unverständliches Gespräch mit euch und es gibt viel zu lachen. Am nächsten Tag greifen die Baronien des Ostens euch wieder an. Schön! Ja, und nach 48 Jahren hat uns das leider Geld gekostet. Euer Land ist abgewirtschaftet, Majestät. Alles gehört den Kaufleuten und den Adligen. Ja, danke, Madame Bell, aber ich denke, wir haben lange regiert. Und schaut mal hier unten, wir sind Jakob der Magier geworden. Und im Jahre 799. Die neuen Oligarchen zwingen euch ins Exil. Schön, und damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Wir können hier mal kurz schauen. Ja, wir sind jetzt genauso viele Jahre wie Balduin der Duelland haben hier regiert. 48. Dann haben wir hier noch Wilhelm den Zauberer. Wir haben jetzt Jakob den Magier und Wilhelm den Zauberer. Also wir sind hier sehr magisch veranlagt. Und Georg der Alte, der hier noch am wenigsten von denen regiert hat. Gut. Ich denke, dann geht's nächstes Mal weiter. Bis dahin, alles Gute. Euer Gaius Julius Caesar.